meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Xenoblade Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Xenoblade Chronicles 3. Ja, beim letzten Mal haben wir den Commander und Kolonie Lambda bei dem ein oder anderen Problem geholfen. Wir müssen noch die Heldenmission von Izzard abschließen. Und da bin ich schon mal ein bisschen vorausgegangen. Die Autolevs are stationed in the cave at the Pier Bluffs. Muss ich nur den richtigen Weg finden. Ah, da lang. We don't exactly have what I'd call an open schedule. Sorry, I know this is selfish. Nah, mate, I don't blame you. I may owe Commander Izzard a great debt. But he's also someone I just want to help, even if I didn't owe him. I think every soldier in Lambda probably feels the same. It sounds nice, doesn't it? Feeling an attachment to your colony, to your commander. Ja, das ist schön. Definitely. Irgendwas ist passiert. What happened? Hey, is everything okay? Deine Gestik ist so unnötig. Commander, the Levnesses, they started moving all of a sudden. What? And then they just came for us. But okay, die eigenen Maschinen haben uns auf sie abgesehen. Stop it attacking us. Scheinbar nicht. That came from right up ahead. Huh. Lucky thing we tagged along, eh? Please, stay back, Commander. We can take it. What are you saying, man? I'm fighting. It'd be a lousy example for the troops if I just stood around and stared. Ja, das stimmt. Hey, is that a cave? Should we go in? Nur Level 29, die machen wir alle. Armadillo, komm her. Guck mal, der eine ist schon ohnmächtig. Und ich stecke in der Wand fest. So, frisst meine Klinge. Der eine ist schon halb down, Leute. Halt euch auf dem Laufen. Wieso hat er das nicht beide getroffen? Manchmal lohnt es sich auch nicht, die Fusion zu nutzen. Sind die zu dick, um als aneinander zu stehen zu gelten? Habe ich eigentlich schon die Angriffskette mit Desert einmal gemacht? Ich glaube nicht. Warte mal, Ziel wechseln, Angriffskette. Wenn mache ich das auf dem mit mehr Leben. Ich kriege ihn zwar nicht sofort, aber ich kann ihn mir zumindest schon mal die Fähigkeit angucken. Garantiert die Bewertung sehr gut, wenn der Held das Kommando abschließt. Okay, mit ihm abschließen lassen. So, Flächenangriff. Nochmal Heilung. Der Izzard muss abschließen. Und nochmal Flächenheilung. Sehr gut, kriege ich glaube ich zwei, drei Leute wieder zurück.
Ja, zwei Leute. Und hier, Zermürbungskrieg. Senkt bei Angriffsketten physische Abwehr und Ether-Abwehr des Gegners um 15%. Wer von euch hat gerade... Du hast Schwanken. Hat aber irgendwie nicht funktioniert. Was für Waffen sind das? Na gut, jetzt sehen wir uns am Ende der Angriffskette. Wir haben gesehen, was Izzard kann. Er ist fast down, Leute. Er hat jetzt sogar weniger Leben als der andere. Also ich muss sagen, der Izzard ist auf jeden Fall besser in der Kombination als der andere Kommandant, ne? Also, ihr wisst wahrscheinlich, wen ich meine, den Izzard gegen Zido. Ich finde, Izzard ist besser. The belly put a dent in it. Concentrate on their power sources. Where are they? Finish it up now. Tie on. Right. Look out! Open fire! Nice one. Brilliant work, Tyon. Commander Izzard! It's over. Feels like all I do is ask you to clean up our messes. Thanks again. If there's anything I can do. But why did they go berserk? It might have been set so they couldn't tell between friend and foe once restarted. Wahrscheinlich. You think so? So you're saying that forcing them to restart overwrote the previous instructions? Oh man. I'll have engineering give me the details. We need them in running order, but they can be dangerous tools, so care is paramount. Regardless. Let me know if there's any way I can thank you. We told you before, we didn't do this for any reward. Won't fly. I can't rest easy knowing I'm this deep in someone else's debt. If you're going to insist... Mm. Do we need anything, guys? Let me think. Gerade wahrscheinlich nicht, ne? All right, I've got something. Whatever it is, just say the word. We've put you out of your way. I want you to fight by our side once more. Say that again. I want you to see for yourself that the path I'm walking is the right one, Commander.
Tyon, has this been bothering you? I understand. My position as commander means I probably won't be able to accompany you at all times. But I pledge myself and Colony Lambda to you, Tyon. No, to all of you. Call me anytime you need me. I'll come running no matter what. Thank you very much, Commander. Das ist schon ein schöner Moment. I better brush up on my skills to keep up with you all. Colony Lambda will have to keep up with its current developments too. Aber als ob der Ouroboros nicht mit so einem einfachen Leffnis klarkommt, als ob. We can help you with stuff like that, mate. Now look here, I can't ask that of you. Look, we're friends now. Nothing wrong with asking your friends for help. Das stimmt. We're friends, you say. You're incredibly trusting, you know that. What's that supposed to mean? We're just helping. I don't mean anything bad by it. If I need you, I'll ask for you. Genauso andersrum, ne? Call us anytime you need. I'm a lucky man to have friends like you, Tyon. Und ist freigeschaltet. I will endeavor to assist you. Na gut, dass Tyon sein Erbe kriegt, war klar. Kann mit Schalter heilen und Gegner schwächen. Eine vielseitige Klasse mit einigen Assen in Erbe. Der Strategos. So, kriege ich jetzt irgendwo eine Info, was das für eine Waffe ist, die der da trägt? Es ist irgendeine spezielle Schusswaffe. Okay, das hilft bei null. Ino, komm zurück ins Team. Ich habe für dich, Oskin, jetzt auch mal endlich hier wieder ein bisschen was für Inofikation geholt. Ich habe ein paar Zylinder. Ich überlege gerade nur, wofür ich die ausgebe. Okay. Das klingt doch gut. Dafür muss ich erst Missionen abschließen für die ganze rechte Hälfte. Sobald ich mal einen neuen Verteidiger bestimmen kann. Intern sind alle noch mit dem Rang nicht bei 10. Ich habe gesehen, dass hier oben um die Ecke herum auch noch eine Aufgabe ist, also eine Mission. So, hier auf dem Weg war noch eine Leiter zum Runterlassen. Die haben wir beim letzten Mal offenbar nicht mitgenommen. Okay. Of course. Bin ich einfach dran vorbeigelaufen, die kann ich nur. Außerdem ist da ein Typ, der nach Hause geschickt werden will. Da bei den Vögeln. Weise dir den Weg, mein Freund. Mögest du in Frieden ruhen? Ja, da ist eine 40er Gruppe, mit der habe ich mich gerade eben schon einmal angelegt. Ich habe einen Down bekommen. Einen. Und es war nicht der Boss. Mit denen lege ich mich nochmal an, wenn ich auf Level 40 bin. Sag mir mal Level 45. Anders hier ist eine wunderschöne Gegend. Ich habe übrigens auch gerade eben bei den Helden reingeguckt. Also wir sind so knapp bei der Hälfte ungefähr, was die Helden angeht. Also 11 sind noch übrig und 8 haben wir. Ach du Scheiße. Warum steht da mein Untergang?
Da steht einfach ein beschissener Drache. Das ist doch nicht dein Ernst. Let's go, Juni. Einfach ein riesiger Drache. Und er schwang. Er wurde umgeworfen. Er liegt in Ohnmacht. Alter, ist der riesig. Ob ich nicht nah genug dran bin. Manchmal denke ich mir wirklich, das kann das Spiel doch nicht ernst meinen. So, hier, zeige dir mein wahres Gesicht. So heißt die Technik. Ich wollte nur gucken, ob irgendwer bereit ist von der Synchroja. Die sind auf Stufe 2, warum macht ihr das schon? Ich warte mal mit der Angriffskette, bis wir nach dem Feuer da oben von der Lebensleiste sind. So, dann mache ich meine Angriffskette jetzt, ne? Das dauert dann jetzt einen Moment. Die Angriffskette hat ihn vernichtet. Hey, can we do something about this sparking noise? How would I know? Just cancel the interlink or something, I guess. It only starts after an extended period, after our bodies start to heat up. To me, it sounds like a warning for something. A warning? What do you think will happen if we leave it? Huh. I don't have much desire to find out. Think it's something dangerous? Well, it can't be anything fun. You expect balloons and confetti with that noise. Maybe not. Hmm. Oh, too bad, Jay. Looks like that backfired on you, didn't it? Better be prepared for the consequences. Really? I was only interested in putting in an appearance. You're making it sound like I took some huge risk. Oh, come on now, guys. Jay's been on the bench all this time. I get why he might be a little stimulated by a bit of drama. Well, it was pretty dramatic, I'll give you that. You seem pleased with yourself. P.O. N wants to see you. Does he now? Is it our turn to shine? I don't know. I've got zero idea what's going through his brain sometimes. Not even you? I'm sure M could tell you.
not that she's shown herself recently. What could it be? I do hope it's something fun. Let's be off, though. Right, yo! Have a good one. Da war unser kleiner Fiesling wieder, ne? Also ich nutze das so gut ich kann. Sind gerade erst von Lambda weg. Wie oft wollt ihr denn Pause machen? Oh, Rang Up. Zwei Leute. Da fällt mir ein, bei der Signalisation kann ich eigentlich auch mal vorbeigucken. Ich gucke gerade nur. Einen Rang noch bei Noah und wir können bei ihm mal die Klasse wechseln. Würde ich bei ihm tatsächlich den Schutzkommandeur mal machen. Weil die Techniken von dem eigentlich auch sehr praktisch sind. So, beim Baum wollte ich mal gucken. Wir können ja auch in die Richtung investieren. I got a new trick up my sleeve. Oh, das klingt nice. I got a new trick up my sleeve. Ja, immer willkommen. I got a new trick up my sleeve. Ein Flächenhieb. I got a new trick up my sleeve. Oh, die Fähigkeit will ich auch haben. Eine Konterfähigkeit ist immer gut. Ein Zielzwang brauche ich jetzt nicht unbedingt. So, mehr Angriffskraft. Ausweichrate scheint ja wichtig zu sein. Ja, mehr Crit-Rate. I got a new trick up my sleeve. Und die Hitzeleisten sollte man generell machen, dass die weniger schnell höher geht. Oh. Auch eine Schwankfähigkeit. Die können wir uns noch leisten. Ja, komm. I got a new trick up my sleeve. Kann ich bei ihm eigentlich auch noch irgendwo was holen? Gerade nicht. Die wahrscheinlich genauso wenig, ne? Seine Angriffskraft kann ich steigern. Check out this sick new skill. So, bei dir können wir die Angriffskraft erstmal steigern. Ja, das klingt auch ganz nice. Die Dauer zu erhöhen auch. Warum ist sein so hin und her von den Fähigkeiten? Okay. Ich kann deren Techniken so gesehen zurücksetzen, dass sie schlechter einsetzen können. Das ist auch ganz nice. Das sollte auf jeden Fall drauf sein. Ja, umwerfen auch.
Sie achten, dass es die Technik verstärken, das da unten. Ja, Regeneration klingt auch ganz nett. Schwächungen sind bei dem ja wichtig. Und nächste Fähigkeit kann ich mir nicht gönnen gerade. Doch, ich kann mir Crit gönnen. Der hat sehr gute Fähigkeiten. So, bei dir ist wahrscheinlich alles hauptsächlich so, ich prüge die Scheiße aus den Leuten raus. Whoa, new power. Ja, bitte. Hitzeausgleich nehme ich so oder so immer mit, weil das ist richtig wichtig. Schmettern klingt auch ganz nice. Davon habe ich echt wenig. Okay, die letzte untere Fähigkeit klingt richtig gut. Aber da brauche ich erst die verheerende Zerstörung generell. Die ist hier oben. Als nächstes würde ich die 5 Punkte sparen und einfach das hier als nächstes holen. Okay. Ich würde sagen, den Dino-Haken gegen den Flügelschlag auf jeden Fall tauschen. Und die Todeskugel tatsächlich gegen die Höllenfahrt, weil das auch ein Flächenangriff ist. Ich habe die halt bisher nicht einmal angepasst. Nimm mal das Umwerfen, glaube ich, lieber mit, oder? Also bei ihm sind ja auf jeden Fall Schwächungen wichtig. Ne, ich glaube, seine Techniken sind so ganz gut. Jetzt muss ich nur bei Mios eben kurz noch gucken. Ja, einmal Ohnmacht. Muss nicht unbedingt ausweichen. Ja, ist so dann ganz gut jetzt gerade. So, hier können wir runterklettern. Und da unten wahrscheinlich eine Leiter aktivieren. Von unten aus hatte ich da irgendwo eine Leiter gesehen. Ich kann einfach runterfallen und mich erneut einfach festhalten. Ich brauche den Weg nicht klettern. Ja, da ist eine Leiter. Die wollte ich runterwerfen. So als Abkürzung. Da liegt auch eine Hülle. Was ist das Device? Looks like it's still usable. Who wants to do the honors? Dann nehme ich mal los, Juni. Los, Mädels. Eine neue Leiter. Und ein neuer Mensch, der nach Hause will. Nur ist nicht so fein zum Trillern. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir machen hier jetzt für heute Schluss. Hier mir ein bisschen was erreicht. Da hinten ist ein Gebäude in der Wand, wenn ich das richtig von hier aus sehe.
dürfen beim nächsten Mal über diesen wunderschönen Fluss, See, wie ihr es sehen wollt. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao!